So, machen wir nochmal eine Runde hier. Sind wir noch dabei? Einmal einsteigen, bitte. Herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Sorry, dass die letzten zwei oder drei Tage keine Folge kamen. Ich hatte keine Zeit aufzunehmen. Aber die Woche geht's wieder los. Jetzt ist hier Montag. Weißt du, dies, das? Ich habe heute Montag früh um. Ich muss ja hier mal den Countdown starten. Ach, ich bin so aufgeregt. Ach ja, hallo, willkommen zurück. Und weißt du Bescheid, ne? Wir haben hier Montag, den 25.11. um 7.19 Uhr hier. Steigen hier durch. Ich habe hier ein Gläschen. Nein, kein Gläschen. Aber ein Tässchen Kaffee stehen. Wir steigen einfach direkt mal durch. Ich habe keinen Plan, wo wir waren. Was haben wir hier gemacht? Wir kombinieren erstmal. Radio killed the print media star. Yeah. Hab ich vermisst. Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ork. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Nö, hast du ja auch nur selber gemacht. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Ach Quatsch. Wer braucht... Jeder weiß doch, dass... Gesucht ist, davon habe ich zwar auch eine ganze Menge, aber die behalte ich mal schön. Ja. Gesucht ist männliche Aushilfskraft. Davon habe ich zwar auch eine. An diesem Babyfon fehlt. Kann sein, dass ich. Aber ich habe sie oft. Das ist so entsetzlich! Dämpfer. Okay. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. An diesem Babyfon kann sein. Gut. Wir wollten mal hier den. Wie wählen wir nochmal den Fingerfokus aus? Das weiß ich Gott echt gar nicht mehr. Nur so ein Scheiß. Wie mache ich denn hier Fingerfokus? Irgendwelchen Tasten? Nein. Oh. Eigentlich. Ah. Untertitel und Sprachausgabe. Ja. Mir war gerade irgendwie hier so. Ich sehe ein. Ich muss Barry davon erzählen. Ja, das ist dasselbe Motiv, aber. Vielleicht haben wir es ja auch schon motiviert hier. Was verstehst du? Motiviert. Ach, ich bin so gut im Witze erzählen. Ach, da ist die Teigtaschenmannfrau. Gut. Wo waren wir noch nicht? Zur Trümmersiedlung. Gehen wir mal hier hoch. Und erzählen erstmal Mama Bozo davon. Das erstmal. Ne? Und so. Die Comedy-WG hier. Mama Bozo? Was ist denn, mein Junge? Oh, da gibt's gar nichts. Später weiter. Fühl dich wie. Ich suche der Wald. Die Comedy-WG. Ja. Eine. Oh, das hat die vorher nicht gemacht. Was macht Hallo sie denn noch da? Mal. Ui, guck mal, Muck. Unser Freund der Landstreicher ist wieder da. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Fünf, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens sieben. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Der scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Okay. Wir gehen erstmal zu Barry, würde ich jetzt mal behaupten. Wo geht's denn hier zum... Ach, da ist der Strickladen, der Selbstmordladen. Weißt du, wenn ich so ein Lächeln hätte, würde ich mich auch selbst umbringen, weißt du? So, hier so. Naja, weißt du, ne? Barry. Wir haben was. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Oh. Eul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Ach du schöne Scheiße. Was haben wir denn hier alles? Haken? Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Ja. Die Idee kann ich getrost. Abhaken. Oh Gott. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Ja, wär's. Okay. Die Idee kann ich. Bei dem. Okay, das. Uhu. So.
Es ist zu früh, um sich Gedanken um die Inneneinrichtung zu machen. Okay. Die Idee kann ich bei den Was machen wir denn hier? Barry, Fahrstuhl? Er soll doch einfach... Vielleicht sollte ich eine Falle bauen, aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Auf den Träger klettern. Ach du Scheiße. Kommen wir hier unten lang? Ja, kommen wir. Also, Hey, hey, hey! Das war mir so klar. Das war mir so klar. Boso, du gehst mir auf den Sack. Jetzt schon. Baby Boso, sorry. Na? Möchte Baby Boso sein bescheuertes Babyfon zurück? Hey! Ich glaube, er möchte nicht sein bescheuertes Babyfon zurück. Vielleicht sollte ich aber hiermit können. Ja, was kannst du denn damit sonst? Diesem Amsen. Irgendwie bezweifle ich, dass er sich. Ja, mit was soll er sich denn ködern lassen? What the fuck? Das geht gar nicht. Irgendwie bezweifle. Pff, ködern. Nein, 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 nein. Au! Aus! Böse Rufus! Böse! Okay, dann eben nicht. Na? Hey! Schöne Scheiße. Vielleicht sollten wir auch erst... Wir gehen erstmal. Wir lassen ihn erstmal da oben ein bisschen... Ist ja nicht gefährlich oder so. Pantex. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne. Falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Okay. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Auf ewig. Alter, das ist die creepy. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung, seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Ja, ja, ja. Das kann man verstehen. Naja. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotti an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Sie haben also 5 Slotti? Ja. Alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotti. Und im Augenblick gehören sie mir. Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, ja, verstehe. Schlimm, 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 diese Banker. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotti. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute... Doch, kaufen. Das kann ich. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich will ja nicht oh. So enden wie meine Mutter. Ich habe gerade weitergeklickt, aus Versehen. Yummy, 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 lecker Kinderchen. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden. Ja. Da muss man Prinzipien setzen. Da hast du schon recht. Ich muss mal gehen. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Yeah. Liegt gleich MC hoch 2. Aha.
Sehr lustig. Türsteher. Okay. Was gibt's denn hier alles? Gullygitter. Ach, da oben. Ist es da oben das Gullygitter, wo der andere Rufus ist? Ach nee, der andere Rufus sitzt ja jetzt hinter Gittern. Quasi. Wo wohl die anderen beiden Ichs gelandet sind? Nicht hier. Sag ich mal so. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Warum seid ihr denn da? Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Oh Gott. Nein. Was? Alter, Rufus, hau dem auf die Fresse. What the fuck? Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Ach du Scheiße. Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in deinen Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dir ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja. Eigentlich. Ich zuerst! Aus dem Weg! Was? Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier, direkt vor Ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Oh, was? Was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Gar nicht. Na doch, Sie erwürgen es. Ach, nein, nur mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Ich war sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Oh. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Huhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann werde ich lachen.